Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Jo, 21.21 Uhr ist es heute am Freitagabend. Freitagabend, 24.10. Ja, weil es Freitag, glaube ich, genau. Jo, kein Update heute. Von daher werfen wir nochmal einen Blick auf die Weltkarte. Und wir haben hier jetzt soweit alles abgegessen, haben wir uns viel angeguckt und fahren jetzt zu dieser Kamera. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das noch an. Und das hier. So rum. So machen wir es. Genau, und hier ist nämlich so ein Punkt schon. Ich denke, genau, das sind nämlich diese Aussichtspunkte. Und das da, das weiß der liebe Gott. Wie gesagt, wir fahren die an. Dann würde ich fast vorschlagen, holen wir uns morgen vielleicht mal wieder einen Auftrag. Das ist nicht mal leer durch die Gegend gondeln. Obwohl, es tut uns ja im Geldbeutel nicht weh. Wir haben ja so viele Fahrer und so weiter mittlerweile. So. Fahren wir los. So, ich wollte, wie spät war denn das heute? 18, nee, doch 18 Uhr circa. War ich so ein bisschen platt, wollte mal eine Stunde ein Nickerchen machen und dann Timer eine Stunde, mach noch eine Stunde, mach noch eine Stunde. Ich weiß es nicht mehr. Im Moment, ich glaube, es ist ein müde Wetter oder so. Ach ja. So, wir können da vorne die Tanke noch abessen. Ich glaube, die Autobahn hier an dieser Stelle haben wir. Da waren wir schon mal oder so. Das heißt, wir fahren hier jetzt einfach mal rüber. Na. Kleines Leck. Können jetzt mal gerade, wo ich das gerade sehe hier. Wir können auch mal ganz kurz auf die andere Seite rüber. Alter! Habt ihr das gesehen? Du bist auf der Straße drauf. Gebremst hat er nicht. Der ist einfach drauf geknallt, du. Der hat nicht ansatzweise gebremst, so als hätte er uns gar nicht gesehen. So, ich werde aber... Sollen wir mal eben gucken. Von da kommt nichts. Ich weiß, dass man es nicht macht. Ich weiß. Aber. Dann brauche ich. Dann brauche ich. Hier. Scheiße war's. Da kommst du nicht mal raus, ey. Haha. Nette Idee war's, aber hm. Wir machen mal eben Folgendes. Wenn wir sowieso schon mal hier sind. Wahrscheinlich sind wir jetzt mitten in der Nacht unterwegs, wa? Nee, doch nicht. Aber bei Regen. Wo geht's hier denn hin?
Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Einmal geschlafen und schon orientierungslos. Ist ja unglaublich. So, okay. Wie dem auch sei. Irgendwie haben wir jetzt. Egal. Sensor war mal wieder abgeschaltet. Ich weiß nicht warum. Wie Aufliegerschaden. Was war denn da hinter uns? Ich habe nichts gesehen. Hä? Naja, okay. Wenn wir im nächsten Ort ankommen, einmal in die Garage bzw. Werkstatt und dann passt das. Und war vorher dauerhaft ausfallen. Aber der ist echt, ey, ohne Bremsen. Als hätte der gar nicht mitgekriegt, dass wir da rausgefahren sind. Was ist das denn? Spider-Man? Nee, Batman. Komme ich denn auf Spider-Man? Das ist doch das Batman-Car, oder nicht? Sieht ein bisschen danach aus, schwarz und bedrohlich. Könntest du mal Platz machen, dass ich vorbeikomme? Also der lässt sich echt nicht beirren da mit seiner Pommes-Theke hinten drauf. Genau, was werde ich heute Abend noch machen? Ich werde dieses Video hier fertig machen, schneiden und dann gehe ich ins Bett, ey. Ich hab keine Ahnung, du. Ich glaube, heute Nacht schlafe ich auch ohne Dings gut, ohne Tropfen. Alter, der geht mir auf die Nüsse da vorne, weißt du das? Als ob ich mal hupe? Ich hup mal. Jetzt müsste er sich bedroht fühlen, oder? Theoretisch. Oder der wird gleich richtig mies. Komm, wir nötigen mal. Ja, siehst du? Jetzt drückt er aus Protest auf die Bremse. Na herrlich, du Held. Jetzt freut er sich, du. Ich sehe den förmlich hinter seinem Steuer, wie er am Lachen ist. Leute, fahrt doch einfach. Und ihr vom Bildschirm, ihr lacht nämlich auch. Ha, jetzt ist er wieder dahinter. Das hat er jetzt mit seiner Raserei. Genau so. Ist er jetzt weg da? Kann ich jetzt Gummi geben? Der war nicht mehr gesehen. Jetzt ist er weg. So. Aber liebe Freunde, ich sehe viele von euch, die hier gucken, gucken immer noch ohne Abo. Ein Abo kostet euch nichts bei YouTube. Es sei denn, ihr macht ein Premium-Abonnement. Das will aber keiner. Sowieso viel zu teuer, 11 Euro, ein paar kaputt oder so. Nee. Da lieber ein Werbeblocker rein, dann passt das auch. Klickt auf Abonnieren. Lasst ein Däumchen da. Und wäre doch geil, wenn wir bis zum Jahresende, das sind jetzt ungefähr noch knapp 2 Monate, 850
Abonnenten schaffen. Es ist immer so, dass durch den Algorithmus welche rausfliegen, welche auch deabonnieren, kommen aber auch genauso schnell wieder neue dazu. Das passt wohl. Von daher, ich sag jetzt mal im Schnitt, gestern waren es noch 12 Stück bis zu 850. Das werden wir doch schaffen, oder? Bei 1000 Abonnenten denke ich mir irgendein Special aus. Ich weiß zwar noch nicht was, aber da fällt mir was ein. Wäre dann sowieso erst Ende nächsten Jahres. Würde mich wundern, wenn das in diesem Jahr noch 1000 werden würden. Ich wüsste nicht, wo die herkommen, aber auch das kriegen wir irgendwo hin. 1000 Abonnenten, mein Gott. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mal hinkomme. Es ist nicht viel. Es ist immer noch ein kleiner Kanal, aber da ist er ja wieder. Unser Batman. Guck mal, jetzt fährt er rüber. Jetzt könnten wir ihn vielleicht packen. Ich glaube, ich habe mein Ziel verpasst. Machen wir gerade Folgendes. Lasst ihn fahren. Wir fahren hier mal raus. Und machen mal dieses komische Gekreisel da unten weg. Wir gucken uns das mal an, was man da hingebaut hat. Das muss ja einen Sinn haben. Das ist ja nicht einfach so. Das ist ja schon recht umfangreich, was hier unten so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht irgendwann auch noch mal siedlungstechnisch oder sowas dazu kommt, weil was soll das Ganze sonst hier unten? Da geht's Richtung Madrid. Im Moment ein bisschen sinnbefreit, das Teil hier unten. Genau, wir fahren mal einmal rum hier. Und gucken uns diesen Knochen mal an. Steht irgendwie ein Wasserturm, ist das, glaube ich. Gerade ausgesperrt. Ja, also hier, guck mal. Seht ihr das geradeaus? Da, wo wir im Moment noch nicht reinkommen. Mach mal ganz kurz was hier. Ihr wisst, was jetzt kommt. Mach mal so. Upsa. Es ist hier hinten etwas einfacher. So, versuchen wir in dieses Niemandsland reinzukommen. Ich habe ja den Mod, der diese Barrieren entfernt. Und, ups, nicht nur optisch, sondern so, dass wir da auch verkehrstechnisch rein durchfahren können. Also das ist keine Blockade mehr an der Stelle. Und von der Seite her, beim Bausimulator würde ich jetzt einfach gegenfahren und dann wäre er weg. Er würde sich einfach in Luft auflösen. So, jetzt fahren wir hier auch nochmal rum, damit wir dieses komische Häkchen-Ding. Guck mal, weil da rechts noch kommst du da nicht hin. Wir versuchen es aber mal. Wir gucken uns das an. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich im Laufe der Beta auch noch dazukommen, dass man das hier noch irgendwo anbindet. Weil was für einen Sinn macht dieses Ding hier unten sonst? Gar keinen. Also ich baue hier nicht so einen riesen Kreisel hin, wenn da anschließend
nichts mehr hinterhängt. So, pass auf, Leute. Gucken wir mal. Niemandsland. Hier, halt hier Zonengrenze. Da, was wir machen. 22:02 Uhr. So, pass auf. So. So aufwendige Gebäude. Oh, hier ist eine Kneipe drin. Guck mal. Das sieht aus mit den Hallen. Das sind, könnten Gülle, könnte eine BGA oder sowas sein, aber so groß. Könnte aber auch ein Flugplatz werden. Oder macht das hier wieder keinen Sinn? Hier Werbung angebracht, die du von da hinten im Prinzip auch nicht siehst. Also hier kommt garantiert irgendwas hin. Die ganzen Container, das ist sehr, sehr aufwendig gebaut. Hot Grill. Hier vielleicht ein Rastplatz oder so. Hier könnte eine Firma oder eine Werkstatt werden. Hätte doch noch irgendwas gesehen. Okay, hier ist die Straße erstmal zu Ende. Hier stehen schon wieder Häuser parat. Ach, das sieht echt aus, als wenn hier irgendwas noch hinkommt. Was ist das denn hier hinten? Guck mal, das ist ja nicht einfach Niemandsland und hier sind die Karten zu Ende. Hier ist ja auch alles was, wo wir aktuell. Gut, hier wird es jetzt schon üppiger bebaut, da kommt dann auch wieder die Autobahn ins Spiel. Ich hatte eben doch irgendwas noch gesehen an der Autobahn. Fliegen mal zurück. Spannende Geschichten auf jeden Fall. Ist ein bisschen dunkel, das weiß ich, aber ich denke, man kann es trotzdem erkennen. Das hier wird vielleicht mal irgendwas, das ist jetzt, ja. Siehst du, wenn es nämlich nur Deko ist, dann würde ich sagen, sieht sowas eher so aus wie das hier. Man erkennt es vom Weiten sowieso nicht, also klecksen wir irgendwas dahin. Einmal ganz kurz ins Auto zurück. So, hier waren wir, das haben wir uns angeguckt und irgendwo hatte ich noch was. Hier war auch noch was, das hatten wir noch nicht gesehen. Da hinten wollte ich hin, Süster. Ach so, da waren wir, genau, das war hier. Ja, diese Lampen. Okay, aber wie es weitergeht, was hier hinkommt oder nicht hinkommt, das sehen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und bis dann erstmal. Ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.